Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 45 und Hertha 03 Zehlendorf. Endstand 1:1 vor 383 zahlenden Zuschauern. Ich begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer Markus Schatte und natürlich unseren Trainer Uwe Lehmann. Wie immer wollen wir beide Trainer bitten, ihre Einschätzung zum Spiel zu geben und möchten da sehr gerne mit Herrn Schatte beginnen. Ja, ich denke, dass unser Spiel heute darunter gelitten hat, dass wir sehr viele einfache Ballverluste hatten und dann immer wieder in die Defensive umschalten mussten, was dann auch echt viel Kraft gekostet hat. Eigentlich bin ich das von meiner Mannschaft nicht so gewohnt, dass wir so viele einfache Fehler machen. Auch das Tor, was dann zu diesem Elfmeter geführt hat, beziehungsweise die Situation, die zu dem Elfmeter geführt hat, war eine relativ einfache Situation, in der wir dann im Zentrum den Ball verlieren. Lichtenberg schaltet um und Schrödi fault im 16-Meter-Raum. Das war so ein bisschen symptomatisch für unser Spiel heute, dass wir so viele einfache Bälle verloren haben. Da muss man letztendlich natürlich sagen, dass wir schon Glück gehabt haben, dass wir hier heute einen Punkt mitnehmen. Denn Lichtenberg, wir schreiben es immer so ein bisschen mit, hat ein deutliches Chancenplus. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn der Hucke da in der 89. Minute 2:1 macht, dann stellen wir den Spielverlauf völlig auf den Kopf, also die Möglichkeit hatten wir schon. Wir sind natürlich zufrieden, dass wir hier gegen so eine starke Mannschaft, die defensiv auch bisher gar nichts zugelassen hat, mit einem Punkt weggehen. Aber insgesamt, das sage ich eigentlich selten, aber heute ist es sicherlich angebracht, war schon auch mit Glück verbunden. In der Schlussphase, finde ich, hat Lichtenberg das, obwohl wir jetzt ziemlich tief standen, richtig gut gemacht. Und gerade mit Haubitz hat man da echte Probleme, der hat da immer wieder die Angriffe initiiert und es gab immer wieder brenzlige Situationen im 16-Meter-Raum, die wir dann auch mit viel Kraft und Einsatzfreude verhindert haben. Und ja, natürlich sind wir zufrieden, dass wir hier einen Punkt geholt haben. Danke. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Uwe Lehmann. Ja, erstmal hallo die Runde. Grundlegend erstmal fand ich, dass es heute ein sehr ansehnliches Oberliga-Fußballspiel war, von beiden Mannschaften, explizit auch von, finde ich, Hertha 03 Zehlendorf. Am Ende bin ich im Spielverlauf beim Kollegen, dass wir heute sicherlich eher die Möglichkeit hatten, dieses Spiel zu gewinnen und dann unsere Chance eben nicht nutzen. An der Stelle mache ich selten aber auch einen Glückwunsch an die Leistung von Patrick Arm. Ich weiß nicht, ob er schon mal in der Oberliga gespielt hat, aber das war heute eine sehr ordentliche Leistung dazu beigetragen, dass da mehrfach es nicht geklingelt hat. Was mich extrem stört, ist, dass wir als Fußballmannschaft in unserer Situation mit einer 1:0-Führung so ein Gegentor nicht bekommen dürfen. Es ist gut gespielt, sehr gut umgeschaltet, ist eine Umschaltsituation über außen, sehr gut auch in den Rückraum gelegt. Ich glaube, der Tor macht trifft ihn zwar mit Schiene, aber egal. Das ist ein richtig gutes Tor. Vom Umschalten dürfen wir trotzdem nicht bekommen. Haben dann offensiv nochmal gewechselt, alles probiert, kann ich mit leben. Auch nicht viel passiert. Ich denke, dass das heute am Ende dann auch in Ordnung ist, weil ich, wie ich auch einem Schatte zustimmen kann, dass Zehlendorf gut verteidigt hat, vielbeinig verteidigt hat, sich reingehauen hat. Und dann muss man damit leben und das können wir sehr gut, weil wir ja von allen als absolute Spitzenmannschaft dargestellt werden, die ja in jedem Jahr, in diesem Jahr hoch muss, weil wir ja so übermäßig gut sind und so oft trainieren und achtmal trainieren und wir auch keine Menschen haben wie Patrick Jahn, der heute, obwohl er so heiß ist wie Frittenfeld, gerade einfach bei einer Hochzeit ist. Insofern nehmen wir das immer mit einem Schmunzeln gerne entgegen, wünschen den Kollegen alles Gute. Ja, auch aus der schwierigen Situation heraus heute finde ich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel und wir freuen uns auf ein rassiges Rückspiel. Vielen Dank, dass alle da waren. Vielen Dank. Wir haben noch ein Parallelspiel. Das war BSC Süd bei Greifswald. Stand immer noch, ich glaube 62. ist es jetzt 0:0. Also nicht viel passiert. Oder wissen wir was? Nicht viel passiert, also keine Tore. Bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns, war eine schöne Zuschauerzahl, in derselben Stärke oder vielleicht noch mit ein paar Mann mehr am 3. Oktober hier wiedersehen. Vielen Dank. Applaus